um, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir die Kopf-Hals, ob wir die Kopf-Hals-Haltung beeinflussen wollen, dürfen beim Reiten, dann muss man aus energetischer Sicht mal vorausschalten, dass in dem ganzen Pferd Energie fließt, sprich, dass eine bestimmte Kraft vorhanden ist. Und die Kraft muss mal in eine Energie übertragen werden und das ist mal vorwärts, vom reiterlichen Aspekt her. Gell? Mhm. Also das heißt, meine Aussage wäre, das Pferd muss als allererstes mal vorwärts gehen, um dass ich etwas am Pferd verwalten kann. Und unter Verwalten würde ich auch die Kopf-Hals-Haltung mal in die Kategorie schieben. Mhm. Also ich möchte irgendwas am Pferd beeinflussen, zum Beispiel. Mhm. Und um dass ich was beeinflussen kann, muss das Pferd sich vorwärts bewegen, weil eine Kraft da sein muss. Man könnte es auch so sagen, wenn du ein Licht dimmen möchtest, also dunkler machen und heller machen, dann muss erstmal volle Pulle Strom fließen, damit ich das Licht dimmen kann. Wenn das Licht nur flackert, dann kann ich es nicht hoch und runter schalten. Und ein flackerndes Licht wäre ein schlecht vorwärts gehendes Pferd und ein Licht, das man gut dimmen, also verwalten kann, wäre ein schwunghaft vorwärts gehendes Pferd. Ah, okay, also du sagst, bevor ich mich entscheide, inwiefern ich quasi Einfluss nehme auf die Kopf-Hals-Haltung oder wie ich Einfluss nehme, ist meine erste Frage, habe ich eigentlich genügend Lichtenergie da, um da überhaupt sinnvoll Einfluss nehmen zu können? So. Genau, und die Lichtenergie würde ich in vorwärts. Also ist genügend vorwärts, ist vorwärts, fließt überhaupt genügend Energie in mein Pferd? Genau. Weil Energie, also Bewegung bringt Energie zum Fließen. Mhm. Weil das ist ja ein physikalisches Gesetz. Bewegung bringt Kraft einfach, oder? Da entwickelt sich Energie und entwickelt sich Fluss und so. Und das ist schon mal die Grundvoraussetzung dafür, dass ich am Kopf etwas verwalten könnte.